Hallo und herzlich willkommen auf lebräder.de. Schauen wir uns eine weitere Aufgabe an, wie sie im baden-württembergischen Abitur im Pflichtteil, also im Teil ohne Taschenrechner, vorkommen kann. In diesem Fall in der analytischen Geometrie, also in der Vektorrechnung, hier haben wir vier Punkte, dreidimensionale Punkte A, B, C und D. Und die Frage ist nun, liegen diese vier Punkte in einer Ebene? Nun, das kann man herausfinden, indem man einfach die Ebene E bildet mit den Punkten A, B und C und dann schaut, ob der Punkt D in dieser Ebene drin liegt. Ja, wenn der Punkt D in dieser ABC-Ebene drin liegt, wissen wir, alle vier Punkte liegen in der Ebene. Das heißt, wir bilden zuerst die Ebene E aus den drei Punkten. Stützvektor nehmen wir dann einfachheitshalber einfach die A. Das heißt, in diesem Fall wäre dann 2, 4, 1 plus T mal. Na, wie kommen wir von A nach B? Der Vektor AB. Das wäre von 2 nach 0, das ist minus 2. Von 4 nach 2 ist auch minus 2. Und von 1 nach minus 1 ist auch minus 2. Man könnte genauso b minus a machen, kommt das gleiche hinaus. Man könnte aber auch, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, einfach sagen, ja, wie weit ist der Weg in der ersten Koordinate, in der zweiten und in der dritten. Geht es hier genauso von a nach c, von 2 nach 4, das ist 2, von 4 nach minus 2, das ist minus 6. Und von 1 nach 1, da ändert sich gar nichts, also 0. Jetzt haben wir die Ebene E, wir wollen herausfinden, ob der Punkt D auf dieser Ebene liegt. Das heißt, wir müssen gleichsetzen. Minus 1, 9, 0. Und jetzt kann man natürlich aus dieser Gleichung drei Gleichungen bilden. Die erste, zweite und die dritte. Und dann haben wir zwei Variablen, drei Gleichungen, zwei Variablen. Können wir überprüfen, ob dies zu einem Widerspruch führt oder nicht. Also, die erste Gleichung wäre dann hier in diesem Fall 2 plus t mal minus 2, also minus 2t, plus s mal 2, also plus 2s, gleich minus 1. Nächste Gleichung, 4 minus 2t minus 6s, gleich 9. Und die letzte, 1 minus 2t plus 0 mal s, gleich 0. 1 minus 2t gleich 0, s fällt weg. Okay, und jetzt schauen wir uns einfach an, welche von diesen Gleichungen am einfachsten zum Berechnen ist. Das ist ganz, ganz logisch hier, die dritte Gleichung, weil hier das s schon weg ist. Das heißt, es wäre sinnvoll, dass wir mit dieser Gleichung anfangen. Das heißt, wir lösen hier auf nach t, macht die 1 auf die andere Seite, steht hier minus 2 gleich minus 2t gleich minus 1, teilen durch minus 2 und dann sehen wir sofort, t ist 1 halb. Das kann ich jetzt natürlich in die zweite Gleichung oder die erste Gleichung einsetzen, je nachdem. Ich setze das mal in die zweite ein. Wenn wir dann für s eine Lösung bekommen, müssen wir nur noch überprüfen, ob in der ersten Gleichung, wenn wir es dann dort einsetzen, beide Variablen, tatsächlich exakt der Wert minus 1, muss natürlich hier stehen, rauskommt. Okay, setzen wir uns mal in die zweite Gleichung. Also 1, 4 minus 2t, also 4 minus 2 mal, t wissen wir jetzt, ist ein halb, minus 2 mal ein halb, minus 6s gleich 9. Das heißt, 4, hier 2 mal ein halb, das ist 1, 4 minus 1, minus 6s gleich 9. Ja, 4 minus 1, das ist 3. Also kann ich mit minus 3 auf die andere Seite machen. Steht also da, minus 6s gleich 6. Teile ich durch minus 6. Und habe sofort die Lösung, s ist minus 1. Jetzt habe ich also zwei Lösungen gefunden für s und t, die ich aus den, nur aus den unteren beiden Gleichungen bekommen habe. Die oberste Gleichung noch gar nicht verwendet. Diese Gleichung ist ja auch eine Gleichung zu viel quasi, weil wir nur zwei Variablen haben. Das heißt, diese dritte Gleichung, die benutzen wir jetzt, um zu überprüfen, ob es nun wirklich auf der Ebene liegt, das heißt, ob Widerspruch da ist oder nicht. Wenn wir jetzt irgendwas Falsches rausbekommen, wissen wir, es liegt nicht drauf. Wenn wir das Richtige rausbekommen, nämlich minus 1, dann wissen wir, sie liegt auf der Ebene. Also setzen wir es ein in die erste Gleichung. Das wäre in dem Fall 2 minus 2t, also minus 2 mal 1 halb. Und als nächstes plus 2s, also plus 2 mal minus 1. Rechnen wir das also aus. 2 minus 1. Und dann hier 2 mal minus 1 ist wieder minus 2. Das ergibt exakt minus 1. Das haben wir also hier genauso auch. Das heißt, wir wissen, kein Widerspruch, es stimmt. T ist 1 halb, s ist minus 1. Dadurch haben wir bestätigt, ja, dieser Punkt D liegt auf der Ebene A, B, C. Und dadurch haben wir auch die Aussage, die wir wollten, bestätigt. Dankeschön.